Hey ho Leute und willkommen zurück zu Alice. Ja, hier sind wir stehen geblieben in diesem fernöstlichen Ambiente, möchte ich mal meinen. Und ja, wir haben ja schon gesehen, wie diese Gegner hier ausschauen. Ich glaube, das waren so Wespen, Bienenähnliche Gegnertypen mit Katana. Passt ja perfekt zu der asiatischen Kultur. Mal gucken, wie es hier weitergeht, beziehungsweise wie wir rauskommen. Ja. Alles mitgenommen hier. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Nein, würde man nicht. Ja, aber wir waren hier doch schon. Ich glaube, wir sind doch letztes Mal schon darüber gegangen. Ach. Die letzte Aufnahmesession ist wieder ein wenig her. Ja. Okay. Was? Sprüh. Sprüh doch. So. Da hoch? Darüber? Ich weiß es nicht. Na, ich glaube darüber erstmal. Ja. Hallo? Aktivieren mal. Das mal aktivieren. Kannst du hier aktivieren? Hä? Leuchtet doch. Da hatte ich schon aktiviert gehabt. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen her. Aber ich glaube, das geht auch so ganz gut. Oder nicht? Ich kann auch nicht mal mehr springen. So. Also das Outfit ist ja... Also es irgendwie passen sich die Outfits von Alice immer wieder an. Oh, ich lebe noch. Oder nicht mehr. Oh Mann, ey. Ja, so. Kleine Sprungpassage, die kriege ich noch mal hin. Echt peinlich. Zack, zack. Nein, nein, nein. Oh. Oh, noch gerettet. Zack. Boah. Nein. Weil ich jetzt ein bisschen der Zweck ist. Ach, ist auch immer so kleine Plattformen. Man weiß nicht, ob man die trifft. Oder ob man aus diesem Kamerawinkel auch da drauf steht oder auch landet. Ist ein bisschen komisch. Was ist, wenn wir darüber gehen? Ach ne, das. Ach, hier ist der Goldzahn, okay. Ja, den nehmen wir mit. Ja, den können wir noch gebrauchen. Ey, guck mal da. Guck mal. Ich treffe die Scheiße nicht. Beziehungsweise ich denke immer, ich treffe nicht. Alter. Wieder egal, versuche ich es nochmal. Ah, dann kann mich der Zahn da. Treffe ich nicht. So. So, ist doch nicht so schwer, mein Gott. Ich stell mich auch wieder an. Ist auch noch weiter?
Gibt es hier keinen Fallschaden in Alice? Also ich vermute mal, dass es keinen gibt. Oh! Boah, zum Glück kann Alice mehrmals springen. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Nein. Irgendwie nicht, Grinsekatze. So. Oh. Oh. Ich hör's doch schon. Tja. Gott. Wie so. Ausweis hoch 10 Technik, ey. Pferd geht's ganz gut. Okay. Noch hintersteigen. Diese Angriffsfolgen von denen kann ich gar nicht mehr so. Ja, moin. Der übelste Samurai jetzt hier, oder was? Pack in die Rüstung ab, Alice. Okay. Treffen kann ich den auch nicht. Okay. Was kannst du also, Schweinebär? Ab die Rüstung, komm, Alice, einmal auf die Schnauze, oder? Okay. Also abwarten, ausweichen, hingehen, beziehungsweise. Ach, muss schneller sein. Shit. Genau dann. Kann man hier alles rausprügeln und weg ist er. Fertig. Sehr gut, Alice. Jojojojojo. Dip, 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 dip. Kiste kaputt. 10 haben wir denn? 448. Ich glaube, wenn ich 500 erreiche, gucke ich nochmal nach. Ob wir was verbessern können. Oh, schönes Wasser. Schick, schick. Und ihr? Ihr? Welche Insektenbewohner hier? Sind wohl alles Insekten, die hier. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin. Was soll das denn sein? Eine Karotte? Oder so ein Zen-Insekt oder so? Okay. Machen? Ja. Oh, ich hab mir doch gedacht. Die Frage, wo führt es mich hin? Erstmal ein bisschen umgucken. Es ist alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Wenigstens kennen sie meinen Namen. Oder ihren Namen. Komm nochmal. Drauf. So ein braves Blümchenmuster. Passt halt gar nicht zu Alice. Oh. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wissen. Er weiß Dinge. Meinen Sie die Raupe? Also die Raupe aus dem Alice-Film, falls ihr den kennt. Beziehungsweise die Raupe aus dem Wunderland. An sich.
Schweineschnauze. Ich hör's doch. Wo? Ich hör doch eine Schweineschnauze irgendwo. Also ein paar Rosen aufladen. Zack. Keine Ahnung, Leute. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Ich bin einfach noch blind. Ein Puzzle. Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage klar verkünden. Ach, in der Unterwasserwelt haben wir es auch gut hingekriegt. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Okay. Sieht jetzt ein Deck, der kann mich schlagen. Was stecken fährt. Schuh. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Kann man nicht. Zack. Oh, Glühhirnchen. Kann man die irgendwie einsammeln? So abschießen? Nein, glaub nicht. So, verbrauchen wir noch 4, beziehungsweise 3. Ne. Ich kann nicht zählen, 2 glaube ich noch. So. Gucken wir mal. Hätten sie auch eigentlich gleich da liegen lassen können, anstatt die irgendwie an den Orten da hinzu teleportieren. Eins fehlt noch. Ist das hier? Nein, das muss woanders sein. Da war ich oben. Eins fehlt doch noch. Zählt mir nicht. Aber es fehlt doch noch eins. Geht's nicht? Auch drin, was ist hier? Ja, darauf. Eine Drachentafel. Ich glaube, hier geht's ja auch nur komplett weiter, aber vorher muss ich doch das Rätsel lösen. Ach, da! Ach da! Zack, 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 zack. Und schnell gemacht. So. Ist die Frage, wo beginnt der Kopf? Hm.
gar nicht so verkehrt. Ha. Schwierig, Leute, schwierig. Ich weiß, wie viele Züge habe ich denn? Ich würde es mal so versuchen. So. So. Und so. Ja, sicher. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Jawohl, Skin. So, da sehe ich dann noch so ein kleines Schlüsselloch. Oh, eine Erinnerung. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Okay. Ja, Doc, du musst es ja wissen. So, das ist ja meine Spezialität, wie ihr wisst. Kleine Blöcke treffen und einmal zu viel springen als nötig war. Ich bleib jetzt mal schweben hier. So. So. So, und fertig. So, den Zahn nehmen wir uns auch noch mit. Tja, wer den Zahn nicht ehrt, ne, ist das Upgrade nicht wert. So. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Ich finde, der Typ hier sieht ein bisschen aus, als wäre er aus Papier. Das ist wahrscheinlich auch so. Origami, genau. Das kommt auch aus dem Japanischen, aus dem asiatischen Raum, ne? Das sagt ja eigentlich schon der Name. Die ja alles verwursten. Ist ja. Oh. Das ist neu. Ha, was ist das? Ha! Was ist das denn? Geil! Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Eine 2D-Ansicht hier. Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen. Das ist ja echt cool gemacht, muss ich sagen. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper. Und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Okay. Zack. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Oh, ja. Schlecht abgepasst. Ich dachte, ich komme noch dahinter. Thank you.
Uiuiui, das war knapp. Wow. Ich glaube, einer gleich reißt noch einen Baum davon, oder? Nein, diesmal. Oh. Diesmal nicht. Uiuiui. Nein, nein, nein. Hab's noch geschafft. So, geht ja noch. Geht ja noch. Wo führt das da wieder hin? Geheimnis oder? Ich glaube, ich gehe erstmal andere Seite nochmal. Welche Seite war denn jetzt richtig? Vielleicht doch erst links? Erstmal links gucken. Okay, nur ein Pfirsich. So. Und 40. Yay! Zack. Ja. Ist ein bisschen schwierig zu sehen, was jetzt im Vordergrund und im Hintergrund ist. Ob man darauf rauf kann. Kann sich dann nur an den helleren Farben orientieren. Gott. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Die Kette. Zack. Ja, das war's. Das war was soll das gebracht? Nur Früchte? Okay. Gut, ich glaube, wir mussten uns dann nur die Früchte klauen oder bis am Ende des Levels kommen. Gut, und ich mache hier mal einen kleinen Aufnahmestopp wieder und würde sagen, wenn ihr Bock habt, ne, im nächsten Part von Alice geht's dann weiter. Und ich würde mal sagen, dann bis dahin, ne, und ciao, Leute, ne.